Mit Spannung wird das Treffen von Xi Jinping und Wladimir Putin erwartet. Der chinesische Staatschef reist heute nach Moskau als Vermittler im Ukraine-Krieg, wie er im Vorfeld des Treffens verlauten ließ. Aber für echte Friedensvermittlungen ist seine Nähe zu Putin zu groß, so Beobachter. Allerdings, China ist ja wohl das einzige Land, das wirklich Einfluss auf Russland noch hat. Die Volksrepublik hat den Krieg in der Ukraine ja auch nie verurteilt. Von dem spricht das Land außerdem als Krise, nicht als Krieg. Ob das Treffen also ein Friedensbesuch werden kann, das ist die allgroße Frage. Noch bevor Xi Jinping in Russland angekommen ist, wird er groß in der russischen Regierungszeitung abgebildet. Der chinesische Staatschef wird gespannt erwartet, vor allem von Putin. Er will seinen Bürgern, aber auch der Welt zeigen, dass Russland international nicht isoliert ist. Denn China hat den Ukraine-Krieg nicht verurteilt und setzt sich für Friedensverhandlungen ein. Wenn sie aus diesem Treffen herauskommen und es eine Art Waffenstillstand gibt, ist es einfach nicht akzeptabel. Denn dann hat Putin mehr Zeit, um sich aufzurüsten und zu einem späteren Zeitpunkt erneut eine Offensive zu starten. Wir hoffen, dass Xi auch mit Selenskyj spricht und Einblick in die ukrainische Perspektive bekommt. Bisher hat der chinesische Staatschef noch keinen Besuch mit dem ukrainischen Präsidenten geplant. Neben dem Krieg wird es vor allem aber um die wirtschaftliche Kooperation der beiden Länder gehen. Der Handel ist im letzten Jahr um mehr als 30% gestiegen auf 190 Milliarden US-Dollar, auch wegen der westlichen Sanktionen gegen Moskau. China kauft billig mehr russisches Öl und Gas, Russland mehr Smartphones, Halbleiter und andere Waren aus China. Waffen für den Krieg gegen die Ukraine liefert China nach offiziellen Angaben nicht. Aber Experten vermuten, dass Russland aus China Ausrüstung und Komponenten erhalte, die auch militärisch genutzt werden können. China versucht mit dieser Reise verschiedene Dinge zu erreichen. Sie wollen vor allem zeigen, dass Amerikas Versuche, die Beziehung aufzuspalten und die Beziehung für China kostspielig zu machen, nicht funktionieren werden. Für Xi Jinping ist die Reise ein Balanceakt. Hinzu kommt, dass es auch die erste Reise ist, seit gegen Putin ein Haftbefehl erlassen wurde. Da China den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag nicht anerkennt, teilte Xi Jinping vor der Reise in den Staatsmedien mit, der Moskau-Besuch wird eine Reise des Friedens, der Freundschaft und der Zusammenarbeit. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.